Er antwortet nicht mehr, so machst du ihn verliebt. In diesem Video zeige ich dir 3 Nachrichten, die du ihm schicken kannst, wenn du das Gefühl hast, dass einfach schon viel zu viel Zeit zwischen euren Antworten vergeht. Kann man jemanden verliebt machen nur durch SMS? Schau, warum verlieben sich Männer überhaupt? Verliebt sich jemand, weil du eine ganz bestimmte Nachricht schickst? Es ist nicht direkt die Nachricht, die Gefühle bei jemandem erweckt, sondern was die Nachricht mit ihm macht. Auch was diese Nachricht über dich, dein Verhalten, dein Selbstbewusstsein aussagt. Also in diesem Video bekommst du nicht nur 3 Nachrichten, die du schicken kannst, sondern auch die Hintergrundinformation über das Verhalten, das förderlich dabei ist, Gefühle bei jemandem zu erzeugen bzw. eine Beziehung zu stärken. So, bevor wir loslegen, abonniere meinen Kanal, denn das hier ist der beste Beziehungscoaching-Kanal für Frauen. So, meine Lieben, wie schon gesagt, um sich in jemanden zu verlieben, braucht es ein bisschen mehr als die richtige Nachricht. Aber die falsche Nachricht kann dazu führen, dass seine Gefühle weniger werden. Warum ist das so? Über die Art und Weise, wie wir mit jemandem schreiben, zeigen wir auch, wie wir über uns selbst denken, was unsere eigenen Glaubenssätze sind, wie selbstbewusst wir sind und auch, was wir generell über Beziehungen denken. Die Art und Weise, wie jemand schreibt, verrät wahnsinnig viel über den Menschen. Natürlich kriegen das jetzt Männer nicht bewusst mit. Es ist jetzt nicht so, dass der da sitzt und das analysiert und sagt, okay, wow, ich merke, diese Frau ist jetzt weniger selbstbewusst oder hat schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Das denkt er sich nicht bewusst. Aber Menschen kriegen es auf einem unbewussten Level mit, weil einfach auch bei Nachrichten Emotionen übertragen wird. Und bei Nachrichten hast du zusätzlich noch den kleinen Nachteil, dass deine Tonalität fehlt, dass deine Mimik fehlt. Das heißt, Nachrichten können auch falsch interpretiert werden, weil die Interpretation der Tonalität und der Mimik, also auch quasi deiner Absicht, immer beim Empfänger liegt und nicht beim Absender. Das heißt aber auch, dass wir mit Nachrichten schon einiges tun können. Folgendes Szenario. Du schreibst ihm eine Nachricht. Es ist Freitagnachmittag. So, du wartest und wartest und, ups, während dem Warten rutschen die Träger deines Kleids runter. Nee, du wartest und wartest und wartest und er ist online, er liest deine Nachricht nicht. Er ist wieder online, jetzt hat er deine Nachricht gelesen und du denkst dir so, oh, wow, jetzt sollte eigentlich gleich die Antwort kommen und es kommt nichts. Und es ist Samstag und noch immer ist keine Nachricht da. Und es ist Samstagnachmittag und noch immer keine Nachricht. Und es ist Sonntag und noch immer keine Nachricht. Und es wird Sonntagabend und du denkst dir so, hä, was habe ich falsch gemacht? Was ist das Problem? Und warum antwortet der Typ nicht? So, Montag, noch immer keine Antwort und jetzt ist so der Punkt erreicht, wo du wirklich sauer bist oder traurig. Je nachdem, welches Muster du hast oder wohin deine Tendenz geht, wirst du jetzt entweder wütend sein, weil deine Werte verletzt worden sind und weil du das respektlos findest. Oder du wirst traurig sein, weil du dir denkst, ja, immer das Gleiche mit Männern und keiner kümmert sich um mich und keiner will mich und keiner antwortet. Aus diesen Gefühlen heraus, aus dem Gefühl der Wut oder dem Gefühl der Trauer heraus, tun wir dann manchmal Dinge, die kontraproduktiv sind. Wir schreiben dann sowas wie, ja, voll die Frechheit, kannst du nicht mal antworten und so. Oder sowas wie, hey, ist alles okay und so. Beide Situationen führen uns nicht zum Ziel. Was es hier braucht, ist Selbstbewusstsein, Mut, Leichtigkeit, aber auch die Fähigkeit, spielerisch Grenzen zu setzen. So, ich zeige dir jetzt 3 mögliche Dinge, die du ihm schreiben kannst in so einer Situation. Aber Vorsicht, alle 3 brauchen Mut und Selbstbewusstsein. Diese Nachrichten sind nichts für Menschen, die Angst haben, was andere über sie denken, sind nichts für Menschen, die denken, sie müssen alles für andere tun, um geliebt zu werden. Diese Nachrichten sind Nachrichten, die selbstbewusste, starke Frauen schreiben. Wenn du jetzt sagst, oh nein, ich bin aber nicht selbstbewusst und stark, dann ist das vielleicht wirklich der perfekte Zeitpunkt, Selbstbewusstsein auszuprobieren. Jetzt zu den 3 Nachrichten. Und übrigens Nachricht Nummer 3, das wäre meine Lieblingsnachricht, also das ist die Art und Weise, wie ich persönlich reagieren würde. Und ich freue mich, wenn du mir deine Meinung hier in den Kommentaren hinterlässt. So,
Nachricht Nummer 1 ist ganz simpel. Du schickst ihm folgendes Emoji. Genau, du hast richtig gesehen, das ist ein Opa- oder ein Großvater-Emoji. Und das schickst du ihm kommentarlos. Warum, fragst du dich jetzt? Genau das wollen wir. Wir wollen, dass er sich fragt, hä, warum kriege ich ein Opa-Emoji? Denn Irritation erzeugt Motivation. Du musst dir so denken, alles, was vorhersehbar ist, alles, was er schon von anderen Frauen geschickt bekommen hat, alles, was er einschätzen kann, ist langweilig und führt dazu, dass er weiterhin nicht besonders viel Interesse hat, weil du so berechenbar bist. Die meisten Frauen schicken in so einer Situation dasselbe, nicht? Die schicken sowas wie Fragezeichen oder hey, alles okay und so. Oder vielleicht irgendeine wütende Nachricht. Und das kennen Männer schon. Und dann weiß er ganz genau, wie er dich einordnen kann. Entweder kann er dich einordnen in die Frau, die schnell auszuckt und sich gleich aufregt, wenn er nicht so tut, wie sie will. Oder die Frau, die ganz traurig und bedürftig und anhänglich wird, wenn er nicht so tut, wie sie will. So, du bist aber weder das noch das. Du bist die Frau, die cool ist, selbstbewusst und der das eigentlich egal ist, die aber den Mut hat, sich auch einfach zu melden und das auch direkt anzusprechen. Da gibt es auf Englisch so einen schönen Satz, address the elephant in the room. Also wenn ein Elefant im Zimmer steht, sprich das an. Warum sollten wir so tun, als ob der Elefant nicht im Zimmer wäre? Und wenn wir beide wissen, dass er jetzt einfach 4 Tage nicht geantwortet hat, ist ein Elefant im Zimmer. Warum sollten wir so tun, als ob es denn nicht gäbe? Nicht? Vor allem, wenn wir selbstbewusst und sicher sind. Hier ist die Erklärung des Großvater-Emojis. Du schickst das Großvater-Emoji, er ist so, what, was ist das, warum kriege ich das? Jetzt wird er antworten mit entweder Fragezeichen oder so, hey, warum schickst du mir das? Und du kannst ganz simpel antworten, du erinnerst mich an meinen Großvater. Und er wird fragen, warum? Und du kannst antworten, der braucht genauso lang, um auf SMS zu antworten. Und that's it. Und mehr machst du nicht. Du fragst jetzt nicht nach einem Date oder warum er nicht antwortet oder was los war, sondern du schickst ganz simpel das Kommentar, du erinnerst mich an meinen Großvater, der braucht auch so lange, um zu antworten. Punkt, aus, Ende. Und dazu schickst du kein abschwächendes Smiley-Emoji, das jetzt die ganze Nachricht irgendwie sanfter macht, sondern du schickst das einfach so raus. Und damit ist es für dich erledigt. Und was zeigt ihm das? Das zeigt ihm, dass du einerseits keine Angst hast. Du hast keine Angst vor seiner Reaktion. Du hast keine Angst vor Zurückweisung. Du machst dir keine Sorgen, was andere über dich denken. Du sprichst aus, was du fühlst. Du sprichst aus, was du denkst. Und du machst das auf eine lustige Art und Weise. Du hast keine Vorwürfe geschickt. Du bist jemand, der selbstbewusst ist, der locker ist und dem es eigentlich egal ist. Und das ist die richtige Einstellung, denn die Frau, der das egal ist, was jetzt sich da weiterentwickelt, das ist die Frau, die interessanterweise begehrenswert wirkt. Und genau das ist ja der Punkt, denn du bist ja genauso an ihm interessiert, weil es ihm anscheinend egal ist, was du denkst, weil es ihm anscheinend egal ist, wenn er dich tagelang warten lässt. Deshalb siehst du dir jetzt gerade das Video an, weil du wissen willst, wie du den knacken kannst, den Typen, der sich einfach nicht die ganze Zeit um dich bemüht. Und genau das gleiche Gefühl erzeugen wir jetzt bei ihm. Nachricht Nummer 2. Nachricht Nummer 2 ist super frech. Also das ist wirklich eine Nachricht, die ist nur für mega selbstbewusste Frauen. Und diese Nachricht schicken wir in einem Kontext, wo man wirklich hin und her geschrieben hat, wo man Gespräche miteinander geführt hat, wo man sich dachte, hey, es war eigentlich alles okay, und du schreibst hin und her und deine letzte Nachricht hat mit einer Frage geendet. Das heißt, du hast irgendeine Frage gestellt. Vielleicht so, was machst du am Wochenende? Oder ich weiß es nicht. Ja, irgendeine Frage, die man halt in einem Gespräch stellt, oder? Und dann kommt plötzlich keine Antwort mehr. Und das ist ja der Gipfel der Respektlosigkeit, finde ich. Ja, jemand fragt dich was und du antwortest nicht. Vor allem, wenn das ja jetzt quasi schon so als Flirtgespräch hin und her gegangen ist, wenn man da schon irgendwie das Gefühl hat, da war Verbindung zueinander, dann ist das eigentlich total bescheuert, wenn jemand einfach nicht mehr antwortet, oder? Ich meine, erinnere dich an unsere Festnetzzeiten früher, nicht? Als es noch keine Handys gab. Da hätte man am Festnetz angerufen und du hebst ab und sagst Hallo und der andere sagt Hallo. Du sagst, wie geht's? Und der andere legt auf. Und meldet sich 5 Tage nicht und nach 5 Tagen ruft er dich wieder an und sagt, ja danke, mir geht's gut und wie geht's dir? Ich meine, komplett bescheuert, oder?
Das waren noch Zeiten früher, oder? Als man wirklich ein Gespräch geführt hat von Anfang bis zum Ende. Am Festnetztelefon. Super Zeiten waren das, oder? Man hat Hallo gesagt, es ging hin und her, am Schluss hat man sich verabschiedet. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Die Leute sind ein bisschen jetzt so, die zerren so ein Gespräch über 10 Tage, was ich komplett sinnlos finde und bescheuert finde. Und du wahrscheinlich auch, nicht? Das ist eigentlich bescheuert. Und ich weiß nicht, ich finde, wir sollten wieder ein bisschen zurückgehen zu dem, normale Gespräche führen, ja, mit Anfang und Ende. Gut, also du bist in so einer Situation, wo der quasi sagt, hallo, wo du sagst, hallo, wie geht's? Und er legt auf, ja, und du hörst jetzt 4 Tage nichts mehr. Und in so einer Situation kann man schon frech und direkt werden. Und hier ist die Nachricht, die du schicken kannst. Ich hoffe, du sprichst nicht so langsam, wie du schreibst. Diese Nachricht schickst du, wenn du natürlich noch nie mit ihm gesprochen hast. Wenn ihr euch schon besser kennt und schon irgendwie schon miteinander telefoniert hattet und so weiter, dann kannst du auch schreiben, ich hoffe, du küsst nicht so langsam, wie du schreibst. Das ist dann die nächste Stufe. Und ich weiß, das ist ziemlich direkt. Und ich weiß, das ist so ein bisschen ein verdeckter Hint, ja. Das kommt schon ziemlich direkt rüber. Aber warum tun wir das? Wieder, weil du selbstbewusst bist und weil es dir egal ist, was andere über dich denken. Und weil du den Elefant im Zimmer ansprichst. Ja, da steht ein Elefant im Zimmer, du hast gesagt, hey, wie geht's? Und der Typ antwortet einfach nicht, weißt du? Und es ist es wert, das zu kommunizieren. Warum solltest du jetzt irgendwie versuchen, eine neue Frage zu stellen, so hallo, hattest du einen guten Tag und so? Warum sollten wir das tun? Wir sind ja keine unterwürfigen, unsicheren Frauen. Ja? Wir können direkt sagen, hey Mann, du antwortest mega super langsam. Und hier merkt er halt, dass du Grenzen setzt, dass du selbstbewusst bist, dass du stark bist. Und vor allem, dass du es nicht notwendig hast, dich so behandeln zu lassen. Und das Grenzen setzen, glaube mir, es ist vielleicht schwierig für dich, weil du dir denkst, oh mein Gott, was ist, wenn er mich dann nicht mehr mag? Andersrum gesprochen, ja, glaubst du, dass es dich mehr attraktiv macht, wenn du dich so behandeln lässt? Glaubst du, dass der Mann denkt, wow, hey, das ist jetzt voll die Traumfrau, weil ich habe sie 5 Tage ignoriert und jetzt schreibt sie mir voll die liebe Nachricht? Glaubst du, dass dich das wirklich attraktiver macht? Maximal für einen Narzissten, okay? Narzissten mögen das. Die mögen das, wenn sie über deine Grenzen gehen können und du lässt das zu. Die mögen das, aber normale, selbstbewusste Männer mögen das nicht. So, was denkst du dazu? Ja, was ist deine Meinung? Hinterlass mir hier einen Kommentar. Ich möchte lesen, was du denkst. Und jetzt an all die Männer, die jetzt wieder schreiben, so, ja, da würde ich ja nie im Leben drauf reagieren. Ja, ja, liebe Männer, das, was ihr denkt, was ihr wollt und das, worauf ihr wirklich reagiert, sind 2 komplett verschiedene Dinge. Ist ja auch bei uns Frauen so. Wir sagen ja auch immer, wir wünschen uns den aufmerksamen, lieben Mann und dann reagieren wir auf genau den Typen, der im 5 Tage nicht antwortet. Das ist eben diese Diskrepanz, die wir haben zwischen dem, was wir denken, was wir wollen und das, worauf wir emotional reagieren. So, und jetzt zur Nachricht Nummer 3 und das ist mein persönlicher Favorite, meine Lieblingsnachricht. Und zwar diese hier. Nichts. Das würde ich persönlich machen, aus folgendem Grund, weil ich nicht in Menschen investiere, die nicht in mich investieren. Also wenn jemand gar nicht mehr schreibt, wenn ich eine Frage stelle und ich kriege keine Antwort, ich persönlich würde es komplett abhaken. Also für mich wäre es erledigt. Ja? Und insofern aber auch wirklich emotional erledigt. Ich würde mir dann sagen, okay, weißt du was? Du schreibst nicht mehr, es hat sich erledigt. Die Situation hatte ich in meinem Leben vor ein paar Jahren, vor meiner Beziehung. Da hatte ich jemanden kennengelernt und es hat sich gut entwickelt und ich fand ihn total super. Und der lebte halt wieder mal in einem anderen Land. Vielleicht hast du das schon mitgekriegt bei mir. Ich hatte früher ja so ein Muster, mich ständig in Leute zu verlieben, die weit weg wohnen. Und der war halt ein paar Stunden entfernt in einem anderen Land, ein paar Flugstunden entfernt. Und ich fand ihn aber toll und ich dachte, er findet mich auch toll. Ich meine, war ja auch so. Und dann schreibe ich und wir haben hin und her geschrieben und es war Sonntag und die letzte Nachricht kam von mir und dann kam nichts mehr. Für eine Woche. Und ich war so, what? Und ich fand das so irgendwie verletzend und so respektlos, dass ich mich sofort entliebt habe. Also ich habe sofort, zuerst war er für mich so, wow, hey, voll der coole Typ, voll intelligent und so und voll interessant. Und plötzlich dachte ich so, nee, überhaupt nicht.
Weil ich denke mir dann, schau, wenn das jetzt am Anfang schon so geht, ja, wenn du mich am Anfang jetzt schon so quasi verarscht, ja, wie wird denn das dann in der Zukunft? Und soll ich jetzt echt noch mehr Energie da reinstecken und dir noch weiter schreiben? Und ich habe einfach aufgehört. Ich habe einfach aufgehört, dem Typ zu schreiben. Natürlich kam er dann nach einigen Wochen irgendwie wieder an mit und wollte da irgendwie das Ganze wieder aufwärmen. Er interessiert mich nicht mehr. Das hat mich nie wieder interessiert. Ich kann nicht mehr zurückgehen zu dem, ich finde dich super, weil du hast mir schon am Beginn gezeigt, wie du mit Menschen umgehst. Und ich kann nie wieder zurück zu dem Punkt, wo ich sage, hey, wow, ich finde dich mega super, weißt du? Weil wir hatten eigentlich einen Flow. Wir haben Fotos hin und her geschickt, wir haben Videos geschickt, wir haben telefoniert. Das war echt gut. Und dann plötzlich lässt du mich so hängen. Ich kann nicht mehr zurück. Da musst du dir mega viel Mühe geben. Der müsste wirklich anreisen. Der müsste mich auf ein Date ausführen. Der müsste wahnsinnig viel machen, dass ich wieder zurückgehe emotional auf den Punkt, an dem ich war. Weil ich ja schon die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben. Ich meine, ich war schon mal in der Situation, wo ich ständig versucht habe, was wieder zu retten. Ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich habe nur Bock auf erwachsene, reife Männer, die wissen, was sie wollen, die kommunizieren können, die wertschätzend sind, die von mir aus auch sagen können, hey du, es passt nicht oder du, ich weiß gerade nicht, wo ich stehe oder ich brauche ein bisschen Zeit, weißt du, aber sowas mag ich. Ich mag Menschen, die kommunizieren können und die wissen, was sie wollen. So, trotzdem, ich verstehe, dass du in einer Situation bist, wo du sagst, hey, ich stehe total auf den und ich will es probieren. Probier es aus, ja, es kann ja trotzdem funktionieren. Wenn du mehr darüber wissen willst, was du schreiben kannst, hier ist unser SMS-Workshop. Hol dir den, da sind viele, viele Nachrichten drin für die unterschiedlichsten Situationen, die du brauchen kannst, um die aktuelle Situation zu einem positiven Ausgang zu bringen. Wir sehen uns im nächsten Video.